reingezählt. So, schön sonniges Wetter in Ungarn. Aber einmal die Strecke. Ich denke, wir haben hier auf jeden Fall schon. Ich werde Zweiter oder besser. Na, das werden wir doch schaffen. So, die haben noch 92%. Die können wir natürlich nicht mehr wechseln durch die Pole und alles. Die sagen hier zwei Stops. Ich sag mal, wir löschen mal ein und gehen erst in Runde 8 an die Box. Schauen wir mal denn. 21. Ui, wir werden das im Rennen entscheiden. Ich denke aber fast schon eher, es wird ein 2-Stop werden. Wir werden einfach gucken, wie schnell die Reifen kaputt sind und dann werden wir entscheiden, ob wir in die Box gehen, ob wir es nicht tun. Okay, wir standen vorne mit unserem gelben Helm da. Alonso zweiter, aber Rosberg ist ziemlich weit hinten hier. Sechster Platz nur für den Rosberg. Nein, ich kann jetzt gleich nicht reden, weil ich hier gerade mitten in der Aufnahme sitze. Und Start! Und doch, wir kommen gut weg. Wir kommen deutlich besser weg als alle anderen. Uiuiui, jetzt versuchen wir es natürlich. Und der Weber dreht sich, und der Weber dreht sich. Okay, aber das war wohl endlich meine Schuld, denn er ist mir eben aufgefahren. Und Rosberg ist schon auf 3 nach vorne, kommt von 6, also guter Start von ihm. Wird natürlich jetzt hier vorne im Kampf, mit den Reifen auch. Also eher mit den Reifen als mit dem Alonso, glaube ich. Und zwar natürlich auch nicht mehr die Problematik mit dem DRS einsetzen. Und so wollte ich das nicht machen. Die Kurve haben wir gut erwischt und die hier... Ne, die passt gar nicht. Da passte der Winkel am Anfang gar nicht. Oh, 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 der Alonso. Er könnte natürlich mehr auf Topspeed getrimmt sein als ich. Für mich geht es natürlich auch darum, die Reifen hier zu stonen, dass wir viele Runden Spaß an den Reifen haben. Aber ich denke mal, hier ist doch 2-Stop wohl eher. Aber die Geraden sind hier zu kurz, um auf den Geraden zu überholen. Höchstens dann irgendwann mit der S-Doubles dann eklig. Wenn die DRS haben, die ganzen KIs. Versuche jetzt hier erstmal ein bisschen nur rund zu fahren, ein bisschen. Oh, Entschuldigung, ein bisschen was schön, einen schönen Fahrstil reinzubringen, nicht zu viel einzulenken, nicht zu viel zu bremsen. Die Reifen zu schonen. Und ich bin vorne und die Tiere sozusagen auch das Tempo, denn Kurven kann man schlecht hier überholen. Überholen ist das hier mit einer der schwierigsten Strecken. Die Pole ist hier mit einer der wichtigsten Sachen. Ich glaube, sie ist hier fast wichtiger als in Monaco. Ah, laut Statistik jedenfalls. Das passt hier auf jeden Fall alles. Ungarn, ja. Schon häufig ein gutes... Das ist schon lange im Rennen, kann er nicht laufen seit dem Anfang. Oh, ich habe ja vergessen, das Kerst die ganze Zeit einzusetzen. Ja. Ja, schöne Nachricht. Naja, eher nicht. Versuchen wir mal diese Runde ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ich lasse mal über eine Sekunde Abstand haben. Jetzt fahren wir erstmal die schnellste Runde des Rennens mit 1:20:1. Das ist das, was wir im Training gerade so am Anfang mal gefahren sind, aber. Jetzt mit vollem Zwientag ist das schon eigentlich eine ganz gute Runde. Allerdings sehen wir auch schon, die Reifen nutzen sich doch sehr, sehr stark ab. Ich glaube, hier nützt es auch nicht zweimal auf hart, also zweimal auf weich zu fahren und einmal hart. Ist hier, glaube ich, eher die falsche Strategie, weil die weichen Reifen sich doch ziemlich schnell auflösen. Ich meine, im Qualifying haben sie gerade mal eine attackierende Runde gehabt und dann waren nur noch mit 92%. Ich
Ich versuche es einfach, den Mockingstop erstmal so lange wie möglich rauszuzögern. In jede Runde kann vielleicht am Ende nochmal bringen, dass wir doch nochmal die Weichen reinfahren können. Ich denke mal, die halten so 6 bis 7 Runden halten die aus, wenn sie neu sind. Und da ich jeweils im Training und im Qualifying nur ein Reifensatz jeweils benötigt habe, habe ich ja noch genug. Von beiden Sätzen auf jeden Fall. Ja, der Alonso hat jetzt aber DRS. Aber er muss dann schon wirklich mir im Getriebe hängen, um dann mit dem DRS hier was ausrichten zu können. Und der jetzt hier schnellste Runde fährt, aber das ist mir gerade so egal, denn die kann man am Ende immer noch fahren. Die schnellste Runde. Das werde ich wohl auch eher am Ende machen, denn da sind dann mit 10 Tanks leer und da ist es dann wahrscheinlich auch egal, ob die Reifen dann noch. Weil die Reifen dann nicht mehr so lange halten müssen. Aber jetzt sieht mein linker Vorreifen doch schon ziemlich kaputt aus. Obwohl ich nicht mal wirklich attackiere hier. Nochmal daran, dass der Alonso hier locker mitteilen kann. Ja, der. Aber jetzt gerade die Runde ist total miserabel. Ich habe das Gefühl, dass die Reifen so langsam schon ein bisschen anfangen einzubrechen bei mir. So, jetzt wieder das Chaos und die Gerade. Natürlich brauche ich das Chaos hier auch mal gerade. Dadurch kann ich mich immer ganz gut absetzen und dann kann er mit seinem DRS da auch nur bedingt was ausrichten. Aber trotzdem setze ich es eher Rundenzeit optimierend als taktisch momentan noch. Mal gucken, ob wir hier jetzt. Auf jeden Fall ist es momentan doch schon spannend. Wenn ich einen Fehler mache, bin ich direkt nur weit, weit hinten. Weit, weit hinter der Führung. Ja, da sind doch ganz schön viele Autos hier nah beieinander. Das war jetzt auch, glaube ich, 2 WM-Konkurrenten. Mit sind von mir. Ja, das war gerade nicht so schön für die Reifen. Eieiei, und da sah ich das schon mit dem Fehler und dann bin ich hier fast am Abfliegen. Also aufs Gras sollte man auf jeden Fall nicht fahren, aber während bei mir die Reifen langsam nicht einbrechen, scheinen sie bei uns noch gut zu sein. Ich halte ihn jetzt natürlich auf. Und auch den Rosberg. Aber das ist natürlich hier alles schon. Es geht ja schon um die WM. Das geht ja schon die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, inwieweit Alonso im WM-Kampf dabei ist. Rosberg weiß ich ja, dass er, glaube ich, Dritter momentan ist oder Zweiter sogar. Und der Alonso geht an die Box. Jetzt ist die Frage, was mache ich? Kann man oder nicht? Kann man nur noch eine Runde zu verlängern. Ich denke mal, am schlauesten wäre jetzt das Cover, denn meine Reifen sind doch schon ziemlich kaputt. Ich würde zu viel Zeit verlieren, die ich dann eh nicht aufholen kann, weil ich nicht mit den Reifen dann durchfahren kann. Wir fahren noch einmal die härtere Mischung an. Nico hat das Rennen weggeworfen. Ja, gibt's denn sowas? Während meine Runde hier gerade total miserabel ist und das dem Alonso natürlich total in die Karten spielt. Und Nico schmeißt das Rennen weg, also. Bin ich hier der Einzige, der Punkte holt für das Mercedes-Team? Ich weiß, deswegen gehe ich jetzt auch an die Box. So, weil meine Reifen schon anfangen durchzudrehen. Also Nico Rosberg, das ist natürlich auch ein WM-Kandidat gewesen, aber wenn er jetzt hier schon rausfliegt und ich dann noch die 25 Punkte plus mache, dann ja, mal gucken. Oh, schöner Boxenstopp. Jetzt lass mich raus. Nein, da fährt er. Das hat Zeit gekostet, dass er sauber, dass sie den auch noch vorbeigelassen haben. Ich glaube, der Alonso wird jetzt an mir vorbei sein. Nee, der Alonso ist nicht vorbei. Der Button hat den Alonso überholt. Also war der Alonso wohl durch seinen doch zu frühen Boxenstopp anscheinend. Ein bisschen benachteiligt, denn der Barrichello, der wird wohl nochmal in die Box gehen müssen.
mindestens noch einmal. Mal gucken jetzt, wie lange die harten Reifen halten. Im Training denke ich mal, so um die 10 Runden halten. Nach den Trainingserfahrungen. Um Ende zu fahren, müssten die 14 Runden aushalten. Mal gucken, ob sie das schaffen. Ich glaube eher nicht. Jedenfalls denke ich, dass der Barrichello noch in die Box muss. Ich hole auch, glaube ich, ganz schön den auf. Als der Nico das Rennen weggeworfen hat, ich glaube, damit hat er vielleicht auch schon zum Teil die WM einfach weggeworfen. So, aber der Barrichello scheint immer noch nicht in die Box. Oder doch, ist er in der Box? Ich glaube ja. Ne, ist nicht in der Box. Okay, dabei Kello, will der auf 1 Stop fahren? Na, müsste er. Ich würde auch gerne mal wissen, wann die meinen, den Boxenstopp angeblich geplant haben. Runde 15. Ja, mal gucken. Ich habe vielleicht echt noch die Möglichkeit, aber dann nochmal mit einem frischen Satz weiche Reifen oder super weiche Reifen ist dann ja nochmal rauszufahren. Und dann auch am Ende nochmal die schnellste Runde des Rennens zu machen. Und jetzt fährt Vettel hier richtig schnell. Okay, das ist auch meine Hausmarke von dem Vettel. Ich wüsste aber auch gerne, was die KI gerade fahren. Ob die super weich oder ob die nur weich fahren. Oder ob die weichen oder die harten Reifen nehmen wir momentan. Ich sehe das leider nicht so schnell im Rückspiegel. So, ich werde das Kehrs auf die Hinterachse bringen. Also ich vermute schon fast, dass die auf super weich sind, aber ich habe es natürlich jetzt nicht drauf geachtet beim Bock, dass das mir eher hätte machen sollen. Barrichello fährt immer noch weiter. Wäre so echt verrückt, aber jetzt werde ich wahrscheinlich bald richtig aufholen, weil meine Reifen einfach total kaputt sein werden. Außer er ist auf hart gestartet, dann ist das natürlich logisch, also so lange fährt. Allerdings ist die Frage, ob sich das rendiert. Versuch mich doch gerade schon so ein bisschen abzusetzen. Aber doch, ich hole ihn doch schon deutlich hier auf. Hier sieht man das ja. Nein, es waren 2,9 Sekunden am Anfang der Runde. Aber Kello sammelt auch dieses Jahr für Williams hier Führungskilometer. So wie ich letztes Jahr, glaube ich, hier auch Führungskilometer gesammelt habe. Ne, der ist auf den harten, nicht mal so auf den weichen unterwegs, daher fährt er so lange. Ähnlich wie ich letztes Jahr, aber jetzt geht er in die Box. Gut, kein Duell mit meinem alten. Oh, das war knapp. Teamkollegen. Wenn mein jetziger Teamkollege schon raus ist. Noch Button als Puffer zwischen Alonso und mir. So. In Richtung WM läuft's gut und jetzt haben wir gleich die schnellste Runde des Rennens. Das besser als wir erwartet haben. Neuer Platz 1 war jetzt so mein Ziel für dieses Rennen. Ich hatte nichts anderes erwartet. Nein, natürlich. Aber das war schon eine starke Qualifying-Runde. Und das macht sich jetzt hier auch bezahlt, das sieht man ja. Aber Ungarn ist halt eine Strecke, da glaube ich immer mit zu den Besten. Auch letztes Jahr hier, der vierte Platz war ja schon grandios, wenn er jetzt hier gewinnen könnte. Den ersten Podestplatz hatte ich nämlich in Südkorea, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Belgien habe ich dann ja nur wenige Punkte geholt. Ich glaube, da war ich 8. oder 9. Aber gut, durch das Belgien drin habe ich da kapiert, ups, ich muss ein bisschen zulegen. Und hab's dann auch doch mit guten Entwicklungen von Williams im Auto geschafft, mich dann noch
vollen Respekt zu arbeiten und dadurch jetzt in diesem schönen Auto hier zu sitzen. Was die Saison echt gut gelungen ist. Nochmal eine neue schnellste Runde. Obwohl ich gar nicht mal so heftig attackiere. Ich nutze einfach nur gerade den Reifenvorteil aus. Ich habe so echt das Gefühl, dass ich auf super weich sind, nur dass die Reifen jetzt von denen schon wieder. Uiuiui, das war ein kurzer Lag. Die haben wir ja echt ausgemerzt mit der Zeit. Das war ja zwischendurch mal ziemlich schlimm. Das lag daran, als ja an meiner Festplatte kaputt gegangen ist. Gut, jetzt nehme ich auf meine interne Festplatte auf, die ich schon seit Beginn des PCs drin habe und die nur 500 GB hat. Also ziemlich wenig. Ich habe da durch viele Spiele, die ich gelöscht habe und nicht. Durch die ganzen fertig produzierten Dinger, die ich da mal drauf gespeichert hatte, auch zwischendurch musste, weil ich keinen externen hatte. Ich habe jetzt einen externen ausgeliehen von meinem Kumpel. Und dadurch habe ich dann mir jetzt hier über 200 GB freien Speicherplatz erkämpft. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich im Februar dann endlich wieder eine neue holen können, weil eigentlich hatte ich ja das Geld, eigentlich war das Problem, weil das Problem lag halt darin, dass die Festplatten scheißen teuer geworden sind durch die Flutkatastrophe in Thailand. Und dadurch, ja, habe ich, denke ich, nochmal übelst verkackt. Dann werde ich mir zu meinem Geburtstag wahrscheinlich eine 1 TB Festplatte holen und ein neues Lenkrad wird es dann eigentlich auch geben. Wo das Lenkrad jetzt hier ja einigermaßen geht, aber es ist halt nicht wirklich das Wahre. So, den Glock habe ich überholt. Dann nehmen wir auch ein vernünftiges Lenkrad, weil dann habe ich noch ein bisschen Geld kriegen zum Geburtstag und dann hole ich mir wahrscheinlich das Logitech 3 Force GT. Das ist sehr schön eigentlich. Und so in der Preisklasse eigentlich das Beste. Also bis zu 120 Euro würde wohl mein Budget für das Lenkrad betragen. Hey, das war ein bisschen zu weit in. Da werde ich mir noch ein schön neues Lenkrad holen und dann hast du das, denke ich, auch mal. So, nebenbei fahren wir hier nochmal eben dieses Rennen, was doch jetzt ein bisschen langweiliger geworden ist. Dadurch, dass die KIs jetzt gerade übelst im Einbrechen sind. Oder ich halt übelst aufziehe, ich weiß es nicht. Ich glaube eher, dass der Button schon ziemlich langsam ist. Ich hatte ja auch im ersten Teil des Rennens deutlich Vorsprung auf ihn gehabt. Ja, der Button hat Probleme. Der Alonso wäre, glaube ich, schneller. Nur er hängt halt hinter dem Button. Und der Kobayashi auf 4. Sauber scheint hier doch relativ stark zu sein. So, ist generell schon die Saison sehr stark. Ja. Aber sonst doch eigentlich. Kann ich jetzt ja langsam mal ein Fazit abgeben, das Spiel. Vom Spielspaß wieder relativ gelungen. Simulation schon mal mehr als letztes Jahr mit dem 2010er. Das war eher mehr Arcade, das hier ist schon ein bisschen mehr Simulation. Es gibt einige neue Sachen, die auch ganz schön, zum Beispiel Safety Car, was wir jetzt im Let's Play noch nicht gesehen haben. Aber gut, ich hab's schon mal gesehen. Und ja. Die KI könnten eigentlich nochmal, könnte noch ein paar Stufen schwieriger sein. Zum Teil manchmal. Jetzt hier scheint zwar diese Saison echt gut zu sein, was man ja auch an Rosberg sieht, aber trotzdem, dass ich die dann doch so deutlich abziehe, das ist dann doch schon manchmal ein bisschen nervig. Die KI könnte schon nochmal stärker programmiert werden. Das nächste Jahr. Und was auch noch definitiv gemacht werden muss, dass das Strafensystem geändert wird und dieses Abkürzsystem, das muss definitiv alles nochmal überarbeitet werden. Die Grafik ist wieder eigentlich sehr schön gelungen. Da können wir bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen noch feilen. Man könnte vielleicht daran feilen, dass man sich einen Fahrer so erstellt, wie dass man halt ein eigenes Aussehen für den Fahrer hat. Und dass man dann auch noch ein Siegerpodium hat, nicht nur dann da im Park Fermé da, wenn man da am Ende Park da ein bisschen rumsteht und dann die Siegesfeier sieht, sondern auch, dass man dann
ja, auf dem Siegerpodest zusammen, nicht mit anderen, dann mit Champagner. Nass macht. Ich wollte nicht bespritzen sagen. Und sowas, das könnte vielleicht alles noch implementiert werden. Uiuiui, und das war. Dass man vielleicht echt noch ein bisschen mehr auch mit den Interviews und Reportern macht. Dass man halt ziemlich viel noch. Das Ganze versucht noch ein bisschen näher an die wirkliche F1-Welt ranzubringen, dass man halt auch wirklich dann durchs Fahrerlager laufen kann und sich dann mit ein paar Reportern unterhalten kann und alles weitere. Also dass man da viel mehr so in Richtung Medien und Presse da sein machen kann, wie man sich dann halt präsentiert. Und dass das alles auch viel mehr vom Fahrstil und so. Ist dann echt viel mehr Zeitungsausschnitt, dass man mit dem Agenten viel mehr arbeiten muss. Also dass alles ein bisschen eher in F1 rangebracht wird. Gut, das Spiel hat schon eine große Entwicklung gemacht von Codemasters Seiten her. Von F1 2010 zu F1 2011, aber zu F1 2012 wäre da noch eine riesige Entwicklungsstufe möglich. Ich denke, man könnte da noch richtig viel mit reinbringen. Was so auch in der echten F1-Welt immer mal wieder passiert oder so. Also, dass man halt mehr mit Presse und Fernsehen zum Teil auch zu tun hat. Mit Fans, mit Fanartikeln und so weiter. Ein bisschen mehr das Geld wirtschaften. Und so weiter und so fort. Man könnte das Spiel noch viel umfangreicher gestalten. Ja, natürlich ist das alles Arbeit, aber es soll ja ein F1-Spiel werden und dann kann man das auch ruhig mal in Kauf nehmen, die ganze Arbeit. Mal gucken, ich hoffe, die schnallen jetzt mal harte Reifen drauf. Ne, die schnallen Superweiche drauf, super. Ja, obwohl 5 Runden, doch, das geht locker mit den Superweichen. Da können wir jetzt eigentlich nochmal eine schön schnelle Runde gleich hinlegen. Nächste Runde, werde ich dann auch fett stellen und dann nochmal eine Runde richtig schnell fahren. Überhalten die Führung. So, Liuzzi, ja, den gehen wir einfach vorbei. Könnte auch noch viel mehr dann in die Entwicklungsarbeit setzen, das heißt, wenn man immer im Team ist, dass man da dann auch viel mehr mit Entwicklungsarbeit zu tun hat, dass man da selber bestimmt, wie man das Auto fürs nächste Jahr haben will und da ein bisschen noch mit dran rumtestet, dass man wirklich auch so auf Testtage gehen muss und so weiter und so fort. Das wäre, denke ich mal, noch so schöne Sachen, die man implementieren könnte. Leider kann ich das natürlich nicht gut mal so sagen, meine ganzen Ideen. Ich bin dafür viel zu unbedeutend als das Player. Wenn da so ein Spieletest ankommen würde, der würde das schon eher machen. Aber gut, wir wollen jetzt ein bisschen Winterlauf nutzen und außen dran vorbei. Und natürlich müssen die KIs noch ein bisschen höher in die Kuh bekommen. Mal gucken, ob wir die Qualifying-Zeit machen können, aber da hatten wir natürlich noch DRS. Ich habe jetzt die ganze Runde vergessen, Kers einzusetzen. Naja, gut. Passiert auch mal. Und jetzt pushen wir einfach mal eine Runde und danach sollten wir das Ding langsam zu Ende fahren, damit wir die Reifen nicht noch zerstören. Mal gucken, wer am Ende Zweiter wird, ob Alonso vielleicht noch am Button vorbeikommen konnte. Wilber jetzt mit einer 1.18. Das ist mir so egal, denn die werde ich jetzt gleich hoffentlich unterbieten. Da kommt mir kein Deck in den Weg. Ja, ich denke mal, wir sind immer noch auf Bestzeitkurs. So, jetzt hier schön. Das hat eigentlich ganz gut ausgesehen, die Runde. Gleich werden wir sehen, was sie denn wert ist. Eine 1.17.946. Fast wieder die Qualifying-Zeit. Die war 1.17.7, glaube ich. Aber da hatten wir natürlich auch noch das DS. Ich glaube, das war die beste Runde hier am gesamten Wochenende von mir.
Na gut, das lassen wir jetzt erstmal auf sich beruhen und jetzt fahren wir das Rennen hier locker und flockig zu Ende. Das ist jetzt eher so ein Wali-Rennen. Total uninteressant fast schon, unspannend. Nein, uninteressant würde ich jetzt nicht sagen, aber nicht wirklich viel Spannung. Ich bin dann doch schon relativ früh vorne weggefahren. Ich überlege mir noch, ob ich ab dem nächsten Rennen die Traktionskontrolle rausnehme. Damit es vielleicht wieder ein bisschen spannender wird. Auch in Hinsicht auf die WM. Allerdings muss ich mir da nochmal genau überlegen, ob ich das hinkriege. Oder ob wir diese sogar komplett so zu Ende fahren, wie wir sie angefangen haben. Aber das werde ich mir jetzt mal überlegen und dann werden wir das sehen. Jetzt haben wir noch drei Runden, glaube ich, vor uns. Die 19., die 20. und die 21. Und ich denke mal, dann haben wir hier ein gelungenes Rennen doch zu Ende gebracht noch. Ich glaube auch nicht, dass jemand noch unsere Bestzeit unterbieten wird. Das heißt, wir haben wieder mal eine schnellste Runde, die uns zu Buche steht. Und ein neuer Sieg auch noch. Wir können rein theoretisch am Ende nochmal in die Box gehen, hinter Perez. Momentan auf 2, hat 18 Sekunden Rückstand. Nochmal neue Bestzeit, ersten Sektor allerdings. Werde ich dafür jetzt nicht auf Fett stellen. Dass wir jetzt hier nochmal eine neue Bestzeit fahren. Wenn sie natürlich mit Standard fahren, dann ist das schon wirklich gut. Verliert ja knapp eine Sekunde im ersten Sektor oder im zweiten. Das ist schon heftig. Was der Peps noch so verliert. Na gut, ich glaube, wir sind noch momentan ziemlich flott unterwegs. Und manchmal ist es einfach auch pink unterlegt, obwohl es dann gar nicht stimmt. Würden wir jetzt ja gar nicht sehen. Ne, das ist keine neue Bestzeit. Knapp dran allerdings wieder. Aber in der Bestzeit ist es nicht. Oh, hier kommen wir noch ein bisschen weiter raus in der vorletzten Runde. Ich glaube, wir könnten fast auch Mager stellen und der Perez würde verlieren. Perez und Kobayashi bei mir. Sauber hier mal richtig gut. Aber ob die jetzt, die fahren durch oder was? Anscheinend werden die wohl durchfahren mit nur einem Stop wahrscheinlich, denke ich mir selber mal. Das wäre ja mal ein Riesenerfolg für Sauber. Außerhalb der Chor-WM den zweiten und dritten Platz nach Hause zu bringen. Die sind zwar schon stark, die Saubers in dieser Saison, aber dass sie zweiten und dritten Platz schaffen, das habe ich noch nicht gesehen. Für mich in der WM bedeutet das natürlich nur noch mehr Vorsprung. Das wird jetzt dann in WM-Hinsicht. Ob es nochmal spannend wird, weiß ich nicht, wenn das so weitergeht. So. Okay, die Runde war jetzt nicht so super. Heidfeld auf 4, also. Naja. Die haben es wohl irgendwie durchgezogen und sind echt durchgefahren. Na gut, muss jeder selber wissen, ne? Würde ich sagen. Das heißt auch sagen, glaube ich, definitiv die schnellere Strategie, auch wenn die jetzt wahrscheinlich. Ja. Perez hat auch keine Chance, jetzt hier mitzuhalten, wenn er schon kaputte Reifen hat. Wenn wir gleich mal dann, wenn die echt 200 Ritter werden sollen, die Reifen nicht mehr von denen mal angucken können dann gleich. Was man halt dann auch, was auch mal implementieren würde, dass man dann da, wenn man gewonnen hat, da echt nochmal lang rennen kann da und dann selber aussteigen muss und so und dann da ich da ein bisschen umgucken kann, die anderen Autos ein bisschen beschnuppern kann. Und so weiter und so fort. Dass hier viel mehr als echt an die echte F1-Welt rangeht. Uiuiui, da ist er wieder schön am Drehzahlbegrenzer gewesen. So, und jetzt gewinnen wir den Ungarn Grand Prix deutlich. Unser nächster Sieg. Ja, natürlich freue ich mich darüber.
39 erster Positionswechsel 0. Wird gleich kommen. Schnellste Runde 1.17, 9.46. Soll ich schnellste Runde wechseln? Positionswechsel gehalten, ist ja logisch. Vor zwei Saubers und einem Red Bull. Lotus Renault Williams mit Rundungsball, Kalo Webber, Hamilton Buemi. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Alonso und der Massa. Ach, die sind da hinten. Da gab es wohl einen Massencrash. Auch der Button ist ausgeschieden. DNF alle. Also, da scheint es echt nochmal einen Massenunfall gegeben zu haben. Also, mir soll es recht sein. Ja, das sind jetzt 34 Punkte auf den Alonso. Aber schon über ein Rennen Vorsprung. Der Webber kommt jetzt wieder näher ran. Der Rosberg jetzt nur auf 4, auf 5 der Vettel. Eigentlich auch nur 20 Punkte Rückstand hat auf den Alonso. Also vorne ist es doch... Ja, 34 Punkte ist jetzt nicht so weit weg. Mercedes GP weiterhin deutlich in Führung. Das sind schon ordentlich. 34 Punkte jetzt. Oh ja, die sieht echt nicht mehr so super aus. So, wer jetzt weiter besser erreicht. EP 3270. Also definitiv wunderbar, da kann man sich echt freuen. Weil also die Reifen von dem Perez und dem Kovac, die sind echt schon. Hier, da kommt der Perez. Gratuliert mir. Mit zwei Saubers auf dem Boden ist, das ist auch stark. Stark von den Saubers, definitiv. Anzahl des Qualifikationen noch 0. Im Koop hatte ich mal eine. Durchschnittsplatzierung Qualifying 13. Okay, die sollten wir jetzt langsam mal anheben. Ah, okay, wir haben ein Interview. Denken Sie bei den Fahrradtätigen nach. Wird der aktuellen Performance des Autos der Titel möglich? Wie werden Ihre bisherigen Ergebnisse? Ich glaube, wir machen alles gut. Ich denke, wir haben noch viel Luft nach oben. Das Team hat mich in allen Bereichen enorm unterstützt. Glauben Sie an Titelchancen? Wir haben dieses Jahr eine realistische Chance. So, diese Fragen immer wieder das gleiche. Fantastische Leistung in Budapest. Und ein hochverdienter vierter Saisonsieg in der Garage wimmelt. Ist von strahlenden Gesichtern besonders ausbaut. Ist voll Lobes über deine Leistung. Gut gemacht. Ich habe jetzt ein Vertragsangebot. Auf das nächste Rennen nehmen wir jetzt mal den. Finde ich auch ganz cool. Belgien ist das nächste Rennen. Ja, dann sind die KIs ein bisschen stärker, glaube ich. So, 8 verbleibende Rennen sind allerdings auch noch. Level up. Noch ein Level? Nee. Ruf 14 schon. Jetzt lassen wir ihn mal wieder laden. Währenddessen ich mich eigentlich schon mal verabschieden kann. Vielen Dank. Oh, ich bin grad. Vielen Dank an alle, die wieder zugeschaut haben, wie ich das Rennen doch gut bestritten habe. Und könnt ihr mir eure Meinung in den Kommentaren sagen? Könnt ihr mir wieder schöne Kommentare schreiben und alles? Ihr könnt mir natürlich auch Scheißkommentare schreiben, dann kann ich euch blocken. Freut mich auch, wenn ihr mich beleidigt. Aber gut, ich hoffe mal, dass das der Großteil von euch nicht machen wird oder überhaupt gar keiner von euch. Und ja, wir sehen uns, denke ich mal, dann in Belgien wieder. Wenn das dann heißt, der große Preis von Belgien startet. Einer der doch mit bekanntesten Rennen. Und es wird im Rennen auf jeden Fall regnen. Im Qualifying ist es nur leicht bewölkt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall vom Setup her mal gucken, was wir da machen. Denn im Training wird es schon regnen. Das heißt, wir werden wohl eher auf dem Regen-Setup setzen. Denn ich setze mal gerne auf Rennsetups. Aber das sehen wir dann. Und ich sage schon mal Tschüss bis dahin.